willkommen zurück zu Star Wars Fallen Order. Und wir sind auf Kashyyyk. Wir sind auf Kashyyyk und wir haben uns mal ein bisschen dieses Mal rot angezogen mit der letzten Folge schon. Oh ja, warum auch nicht? Kann man mal bringen. Und ja, wir müssen auf die andere Seite an diesen Pflanzen da vorbei. Und zwar, wir gehen zu Tarful und Mari in den Schattenlanden. Und diese Schattenlande, die haben nichts zu tun mit gewissen anderen Schattenlanden, die man so kennt aus Spielen von Blizzard. Entertainment. Naja. Eigentlich ist es ja auch eher Activision und gar... Ja, was hast du? Hm? BD? Was war? Ja, sag. Guckst du hier rüber? Guckst du hier hin? Guckst du da drüber? Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen tatsächlich hier hoch. Ja, dann gehen wir halt hier hoch. Habt ihr das gesehen? Tja, mein Sohn. Ganz schlecht. Nochmal. Perfekt. Ach so, macht man das. Das gesehen? Da könnt ihr noch so groß und hässlich sein. Da habe ich... Also hier ist was gleich zum Looten. Wir gehen aber mal hier rüber. Weil da hat er doch irgendwas gesehen, oder? Na gut. Wir holen uns also das, was wir hier sehen können. Das Echo. Die Bäume. Ich spüre die Macht hier überall. Okay. Spirituelle Verbindung. Es bestand eine spezielle Verbindung zwischen den Wookies und ihrem Wald. Aha. Spirituell also. Ja, keine Ahnung. Also hier können wir lang. Da drüben können wir... Ah, und hier scheint es auch dann hoch zu gehen. Und was hier aber ist... Oh ja, wir gehen halt mal durch und gucken. Muss ja ein bisschen neugierig sein. Ah, okay. Ich verstehe. Tja, Bidi. Somit hast du nicht... Ja, wir gucken aber erst noch um die Ecke rum hier. Könnte ja sein, dass wir was verpassen. Und wo müssen wir dann hin? Da hoch? Nö, oder? Warte, warte, warte. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich. Auf die andere Seite? Ah, da ist Liane jetzt. Also ich sehe es halt auch schlecht. Da sind sie. Wir sind schon da. Wir sind richtig gelaufen. Ich dachte, wir machen eine Abkürzung. Nein, wir sind... Und da drüben hat es aber eine Kiste. Schaut mal da hinten. Da hinten hat es eine Kiste. Okay. Na dann. Schön, dass du da bist. Das ist Häuptling Tarful. Ich habe eine Mission von Meister Cordova. Er hat nach einem Sepho-Artefakt gesucht. Es könnte die Jedi-Ritter retten. Cordova fand Weisheit im Wipfel des Ursprungsbaums. Suche dort nach Antworten. Er ist riesig. Wo soll ich überhaupt anfangen? Vielleicht findest du über die Wurzeln einen Weg nach oben. Aber die sind unter Wasser. Nimm das Atemgerät. Aha. Didel, 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 didim. Danke. Was werdet ihr jetzt tun? Das Einzige, was wir können. Weiterkämpfen. Viel Glück. Vielleicht bis bald. Mhm. Und tschüss, lieber Tarful. Was war da zwischen dir und Saw? Eine Meinungsverschiedenheit. Er glaubt, der Krieg hier sei verloren. Und du? Ich lasse die Wookies nicht alleine leiden. Und wenn Saw recht hat? Wenn Kashyyyk verloren ist? Das Imperium setzt auf Angst und Gleichgültigkeit. Wir sind eine Herausforderung für seine Existenz. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und er ist jedes Opfer wert. Völlig egal, wie er ausgeht.
Ja, true. True, 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 true. Jetzt interessiert es mich aber halt doch hier drüben. Verflucht nochmal. Und wieder schwimmen, alter Freund. Ah, wir können tauchen. Okay. Gucken wir mal. Und mit A können wir hoch. Na dann. Hier war mal eine Kiste, seht ihr? Ja, ja. Aber die habe ich schon. Ah, und da gibt es ein... Ne, das ist kein... Das ist kein wirkliches Loch hier. Okay, nämlich zieht es ja da oben zu der Kiste. Echo. Ist das? Da ist er! Rettung. Die fliehenden Partisanen wurden schließlich von Wookiee-Häuptling Tarful vor den imperialen Streitkräften gerettet. Okay. Ah, okay, das hier ist ein Gunship. Wrack. Mhm. Cool. Ah, okay, da hätten wir auch so hoch gekonnt, da wären wir aufs selbe rausgekommen dann, also alles klar. Dann gehen wir wieder hier durch. Wir gehen doch hier durch, oder? Mal gucken, wo müssen wir überhaupt lang? Ne, hier unten geht's weiter. Aber hier, die Richtung könnten wir auch mal gehen. Wo wäre die Richtung? Die Lungenpflanze. Fühlt sich die Lungenpflanze bedroht, füllt sie ihre Körperhöhle mit Luft, um größer zu wirken. Versucht ein Slück dennoch, ihre Blätter zu fressen, lässt sie die aufgenommene Luft schlagartig ab, um ihn zurückzuwerfen. Ah, Pressluftmäßig und jetzt... Okay, dann macht's bumm. Okay, cool. Nee. Leute, wir gehen hier durch. Wir müssen nicht alles hier erforschen, aber das wisst ihr ja schon. Stopp, 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 stopp. Scannen. Twat. Noch nie gehört, was Twat? Der Tiefflug-Angriffstransporter. Oh, Twat, okay. Auch bekannt als republikanisches Kanonenboot. Ich habe Twat in meinem Leben noch nie gehört. Nein, erste Mal. Kanonenboot, ja, kenne ich. War ein Truppentransporter, den die große Armee der Republik während der Klonkriege und in den ersten Jahren des Imperiums einsetzte. Das wendige und kampfstarke Schiff ermöglichte die rasche, vom Gelände und den klimatischen Bedingungen weitgehend unabhängige Absetzung und Evakuierung von Truppen im Kampfgebiet. Ja. So schaut's aus. Wundervoll. Und wundervoll meine ich, es geht so. Und auch, er bewegt sich halt auch echt clumsy, muss man schon sagen, gell? So, guck mal, wie so ein... Aha. Also hält sich in Grenzen. Ja, das ist jetzt halt nicht die allerhöchste High-Budget-Produktion, die man jemals gesehen hat. Aber... Ja. Es ist durchaus annehmbar. Und konnte sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Hm.
Diese Schnecken hier, die sind nicht zu unterschätzen, gell? Muss ich nur mal sagen. Hier. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Die sind ganz schön heftig. Ja. Okay, wir können hier in den Tümpel springen. In den allseits bekannten Admiral Akbar Lego-Tümpel. Sava. Ah, sind das nicht diese kleinen Drecksackblumen, die sich nach einem schlängeln? Kann sich strecken, um Beute in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Resistent gegen Verletzungen, auch durch Lichtschwerter. Natürlich. Auch durch Lichtschwerter, ist doch klar. Eine schlangenähnliche Pflanze und pipapo. Was? Also ich lese mal vor, es scheint doch interessant zu sein. Die Sava ist eine schlangenähnliche Pflanze, die vor allem in den Schattenlanden auf Kashyyyk heimisch ist. Als parasitäres Wesen ist sie in der Lage, ihren Körper langsam zu strecken, um Beute in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Ihre Haut ist absolut verletzungsresistent. Berührt sie ihre Beute, nutzt sie diese als Wirt, indem sie über Monate oder Jahre Nährstoffe entzieht. Die Sava streckt sich zwar nur langsam aus, zieht sie im ersten Anzeichen von Gefahr allerdings blitzschnell zurück. Okay, also... Ich verstehe das immer nicht. Wie benutzen die das über Jahre als Nährstoffquelle? Irgendwann baut ja auch mal der Körper sich ab, oder? Da muss sie ihn irgendwie... Ihr wisst schon. Haltbar machen, pökeln. Oder so, dann kannst du das machen. Na, die wird schon ihre... Die wird schon ihre Fähigkeiten haben. Das sind sie doch, die Sava. Nee, wie hieß Sava? Schon wieder vergessen. Ich finde die cool. Das Konzept ist so ein bisschen eklig und so. Und die kommen hinterher. Und die wachsen immer. Ich finde es auch bei Hulk geil, ja. Der wächst halt. Die Hosen wachsen mit. Aber woher kommt denn die Masse? Die brauchen ja immer auch eine gewisse Masse. Oh, fuck. Hoppla. Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Hm. Okay. Na. Dam, dam, dabadam. Gleich zu dritt. Oh, ihr netten kleinen Pflänzlichen. Habt ihr das gesehen? Wir müssen dranbleiben. Oha. Er weicht aus. Sie verwundet. Handel zu Ende. Ich brauche eine Sekunde. Hilf mir, BD. Das ist unmöglich. Und wie sind die beiden jetzt gestorben? Wahrscheinlich sind die beiden gestorben durch so eine Granatenreflexion oder was? Wäre möglich, wenn wir jetzt hier reingehen. Wo kommen wir wieder raus? Da? Ah, da hinten war eine Kiste. Die haben wir schon geholt. Okay. Also schaut hin, da wäre eine Kiste gewesen. Halt die offensichtlichen, einfachen, easy Kisten. Die habe ich halt geholt, ja. Also Unterwasserkampf gibt es hier nicht. Würde mich auch mal interessieren. Lichtschwert unter Wasser? Keine Ahnung, führt das nicht zu Problemen? Ich meine jetzt so. Oder verdampft dann das Wasser? Oder geht's kaputt? Ne, das ist schon richtig hier.
Das ist schon richtig. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? Ja, alles, was er macht, ist falsch. Er gefährdet alle und jeden. Hahaha. Ha, ha. Ja, doch, wir ruhen auskommen. Warum auch nicht? Ist doch in Ordnung. Fähigkeiten bauen? Wir haben jetzt halt auch Sachen mit drei Fähigkeiten. Aber wisst ihr was? Irgendwie langsam wird es mich dann doch mal reizen. Langsam wird es mich doch mal reizen, die anderen Lichtschwert-Varianten uns zu holen. Ich halte das jetzt nicht immer für das Wichtigste. Man muss doch nicht immer... Ach Leute, von allem, man muss nicht immer das Größte, Beste und Tollste haben. Echt nett. Also, ne, nicht nötig. Wir haben den Jedi. Oh. Informiere die Inquisitorin. Auf ihn! Das soll ein Jedi sein? Oh ja, Kämpfe! Ja, Energie! Feuert gemeinsam! In Ordnung! Pass auf, wo ihr hinzieht! Ganz allein! Du kannst nicht entkommen! Schlag nochmal zu! Nee, 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 den kann man nicht runterschmeißen. Schade. Gib dir mehr Mühe. Bin langweilig. Das ist ein Jedi? Ich werde dich kriegen, Jedi. Du kannst nicht standhalten. Na komm. Na also, Gott sei Dank. Echt, ey. Die sind alle schlimm. Die mit den kleinen Messerchen. Die mit den Äxten. Ja. Und jede einzelne Waffe, egal wie sie sein mag, hält gegen Lichtschwerter. Das ist doch gut, oder? Elektrohammer. Auslöschungstruppler. Langsame, schwere Waffe. Bietet Möglichkeiten für Präventivschläge. Gelegenheit zum Gegenangriff während der Erholung nach schwerem Angriff. Na gut. Dann ist das so. Und jetzt gehen wir hier hoch. Hatte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. The Force is female, nie vergessen. The Force is female. Oh. Na dann. Okay, gut. Ah, ne, runter, oder? Oh. Ja, klar. Echt jetzt?
hat ein bisschen was zum Europa-Park, oder? Sehr nett, okay. Oha. Oh mein Gott. Was war da los? Was ist das für ein Ding? Die neunte Schwester so schmeckt nicht. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Ja, und was für ein Riesenbaum. Schau dich mal das an. Wahnsinn, oder? Give me a sistern. Give me a sist. Give me a sistern. Und da wäre auch... Oder war auch eine Truhe einst. Na dann schwimm mal. Er schwimmt jetzt halt nicht so elegant wie Qui-Gon oder Obi-Wan, aber er schwimmt. Qui-Gon und Obi-Wan konnten nicht das. Ja. Genau am Popöchen ist die Drehstelle. Ne, wir müssen so schwimmen, weil wir es können. Hallo, 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 hallo. Uiuiui, hallo, ups. Was Blödes. Okay. Go, Gachetto. Gachetto, Vollgas. Und wir können speichern. Der Ursprungsbaum. Und wir speichern auch. Und wir meditieren. Und wir holen uns auch. Hier, Dings. Ne, wir erholen uns auch. Komm. Es sind ja eh alle Gegner da. Von daher. Was soll das? Okay. Wo geht's weiter? Geradeaus. Ja, gut, geradeaus. Oha. Ja, ich hab dich getroffen. Oh Gott. Gut, eine erledigt. Na, schade nicht. Nicht getroffen. Na. Na gut, das war aber jetzt ein großes Zeitfenster. Ich dachte, das wäre ein bisschen schwieriger. So, das war jetzt ganz gut. Ja, und da gibt es halt auch nur die eine Kampfanimation. Ist halt so. Okay, wir können jetzt rechts, links oder hier unten. Hä? Ja, gut, wir müssen halt im Endeffekt hier hoch. Wo lang geht's? Wir können hier lang oder dort lang. Ja? Hast du was? BD, erzähl mal. Stimm, BD? Das ist viel besser. Wookiehorn. Okay. Ein handgeschnitztes Voroshi-Horn mit Einlagen aus wertvollen Metallen und Steinen. Die Komplexität der Arbeit legt nahe, dass das Horn einem sehr bedeutenden Wookie gehörte. Ja, gehörte. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Heiliger Baum. Das ist mehr als nur ein Baum. Er ist für den Planeten eine heilige Stätte. Er diente den Wookies als Orientierungshilfe. Ach, echt jetzt? Als Orientierungshilfe? Ach, was? Hör auf.
Also. Gut, hat funktioniert. Aber da kommen wir doch runter, da können wir doch nicht hoch, oder? Doch, wir können hoch. Ja, klasse. Oh. Ich habe den Tritt ganz vergessen. Der ist natürlich cool. Jetzt haben wir mal, können wir ein bisschen öfter treten. Okay, wir müssen quasi hier außen rum, alles klar. Sieht easy aus. Was war das für ein Geräusch? Hä? Aha. Ah, hier hoch. Und wieder springen. Was bin ich ja froh, dass einem wenigstens hier geholfen wird. Weil so mies wie ich da bin in dieser Springgeschichte. Was sind das für Äffchen hier? Oh oh. Wir wissen nicht, ob er freundlich ist. Oh oh. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Na, aber wenn er auch ein Machtkumpel ist, dann. Okay. Also da lang müssen wir. Aber hier lang können wir. Oh, schön. Was ist das? Mein Freund, als Tarful uns herführte, sprach er vom Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Na gut, ich möchte das halt lesen. Shio-Vogel, einer herrlichen Kreatur. Er sagte, der Vogel beschützt den Wald. Er ist selten und fast schon eine Legende. So groß wie der ist es wohl ja keine Legende, oder? Ich möchte mehr über diese Kreatur wissen, aber das Astrium muss Priorität bleiben. Hoffentlich kann ich zurückkehren mit Tarful und mit Tarful den Shium suchen. Archiv 5 Astrium. Okay. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Was war das denn? Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Ah, wir können Jedi-Salto machen. Guck dir das an, na, endlich. Okay. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, der Kampf ist zu Ende. Endlich den Jedi-Salto. Ja, Gott sei Dank. Bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Oh, Meister T'Pol ist tot. Ja, Mann. Und zwar beim Jedi-Salto. Heißt das, er kann jetzt alles? Das war jetzt nett, oder? Leute, es war nett. Und ich fand's auch nett. Und wenn es so geht wie jetzt... Oh, neue Fähigkeiten sind verfügbar. Wenn es so geht wie jetzt, dass man so gerade die nicht laufen kann und nicht da irgendwelche Heimwege suchen muss und so Späßchen, ja, dann ist das ganz cool und was ganz anderes gleich. Leute. Große Gegner ins Walten bringen, Massenschub. Ja, komm, mach mal. Was ist das eigentlich hier oben jetzt noch? Lichtschwertbeherrschung, erhöhe den Lichtschwertschaden. 3 Fähigkeitenpunkte. Auch cool eigentlich, gell? Wir sparen mal auf die 3 Punkte. Ja, Leute, jedenfalls.
Ja, wenn man nicht eine Pfadfinder machen muss, dann macht es mir hier viel mehr Spaß und dann geht das auch ganz cool. Und das war's jetzt für diese Folge schon wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Bitte, macht es. Unterstützt mich. Unterstützt uns. Lasst uns gemeinsam hier was erleben. Und vergesst die Glocke nicht, damit ihr auch jede Folge, nicht verpasst. So muss man das sagen. Und falls ihr mal einen Vorschlag habt, welches Spiel wir spielen sollen, schreibt es ruhig in die Kommentare, macht euch bemerkbar, ja, dann können wir auch mal ein anderes Spiel spielen. Ich verspreche nicht, ja, dass ich gleich jedes Spiel spielen werde, was vorgeschlagen wird. Ist auch klar. Muss ein bisschen passen, dann muss ich sie angucken. Aber wenn euch was interessiert, sagt Bescheid. Ich würde mich freuen. Und ja, Leute, macht's gut. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.